die Steirer Anne Linzmeier, ist wegen finanzieller Differenzen, so heißt es offiziell, ja, bei den Steirern, gehört Ihnen aber noch, es soll noch ein Gespräch mit Ihnen geben. Hier will Moros ein Foul gesehen haben von Azima, aber er ist in den Mann hineingelaufen. Unzufriedenheit bei Trainer Juricic von den Steirern, aber auch die 2000 Zuschauer sind in Steyr nicht zufrieden. Mehr Kampf, Krampf als Fußballspiel. Und wenn einmal Chancen vorhanden sind, wie hier für Meyer lebt, dann versteht man, warum die Mannschaft von Admira noch ohne Sieg ist. Da gehört auch ein bisschen was dazu, diese Chance zu vergeben. Kogler, Admira im Angriff. Admira hat etwas mehr Spielanteile. Auf Moros, den Ukrainer, er schießt den Ball noch hinein, obwohl Schiedsrichter Brucker bereits abseits gepfiffen hat. Die zweite gelbe Karte für ihn, Ampelkarte, gelb-rot, Ausschluss in der 39. Minute. Die Admiraner nur noch mit 9 Feldspielern. Walter Knaller regt sich hier auf, aber die Entscheidung ist vom Schiedsrichter richtig. Pausenstand 0:0. In der zweiten Halbzeit dürfte wahrscheinlich die beiden Trainer ein bisschen schärfere Anordnungen gegeben haben. Es kommt mehr Fußballspiel zustande. Hier ein Freistoß über Madlena, die erste Torchance für die Steirer in der zweiten Halbzeit, und da hat gar nicht viel gefehlt. Madlena versucht jetzt Spiel hineinzubringen, vor allem Regie zu führen. Pfister. Wiederum über Madlena. Wenn die Steirer gefährlich sind, dann über den Spielmacher. Und hier hat Westerthaler die Chance vergeben. Admira, trotz der 9 Feldspieler, aber dann im Finish interessanterweise kampfstärker. Hier über Teamspieler Kogler, herrlicher Lochpass auf Panis. Und da ist das 1:0 in der 60. Spielminute durch Meierlieb. Pfister hat auf Meierlieb nicht aufgepasst. 60. Minute, 1:0 für die Niederösterreicher. Jetzt gar der erste Sieg für die Admiraner in dieser Meisterschaft. Wie gesagt, 1:0 führt Admira. Jetzt gar der erste Erfolg für Walter Knaller nach langer, langer Zeit. Wiederum vorwärts. Madlena bringt nichts ein. Es bleibt beim 0:1 bei der Niederlage für Steyr. Die Steirer weiterhin sieglos und Trainer Knaller. Mit deiner Mannschaft. In einem Bewerbsspiel habe ich das letzte Spiel, glaube ich, im letzten November gewonnen. Ich glaube auch gegen Vorwärts Steyr zu Hause mit dem FC Linz. Damit wird eine gewisse Beruhigung. Rapid trifft auf den FC Tirol.